Ja, liebe Zuschauer, nun auch hallo zum heutigen DAX-Ausblick zur DAX-Bewertung hier beim JFD Live Trading TV. Nach der kleinen Urlaubspause gehen wir heute wieder on air und werden nunmehr täglich wieder den DAX 1, 2, vielleicht auch dreimal oder zu bestimmten Events eben wieder unter die Lupe nehmen. Und wie wir hier beim DAX sehen konnten während der letzten 2 Wochen, da müssen wir ein Stück weit mal anknüpfen an die Vergangenheit, gelang es zunächst, da gehen wir mal hier in den Tagesschart hinein, gelang es zunächst, den Ausbruch zu vollziehen über diese Abwärtstrendlinie hier seit dem Höchststand vom April. Das wirkte sehr bullisch am 18. und 19. Mai, insbesondere dann hier auch der Test der Marke von 11.870,75 Punkten rund. Dieses Level wurde sehr, sehr interessant hier als Widerstand bestätigt. Also dieses Niveau ist hier definitiv nicht von der Hand zu weisen für zukünftige Entwicklungen, sofern der DAX mal wieder die Ambitionen hegt, nach oben aufdrehen zu wollen. Das ist aber jetzt hier natürlich wirklich ein Stück weit weg von der aktuellen Kursentwicklung, vom aktuellen Kursgeschehen. Deswegen das hier nur als Info, mal Retroperspektive, was es denn hier damit mit diesem Level auf sich hat. Also hochinteressant, wenn man den DAX auf Tagesbasis betrachtet, ist das Level um 11.857 Punkten. Der Abwärtstrend ist gebrochen, der Ausbruch war aber nicht nachhaltig. Wir sahen hier vielmehr mit den Tagen von Ende Mai/Anfang Juni hier eine abwärts gerichtete Tendenz. Und wenn wir nun hier diesen Abwärtstrend anpassen, und davon lebt die technische Analyse natürlich auch, wir sind hier nicht in Stein gemeißelt, wir müssen hier im Sinne konditioneller Analysen auch immer wieder Anpassungen vornehmen, dann kann man nunmehr auch hier wieder diese Trendlinie kopieren und eine Art Abwärtstrendkanal schnitzen. Ja, ich versuche hier auch wieder viele Auflagepunkte zu finden. Das ähnelt so ein Stück weit der Euro-US-Dollar-Analyse von heute Morgen. Auch hier konnte man auf Tagesbasis seit den Tiefs vom April eine Aufwärtstendenz erkennen. Sie erinnern sich an die Korrelation, an die negative Korrelation beim Euro-US-Dollar und dem DAX. Also steigt DAX, fällt Euro-US-Dollar und umgekehrt. Und wir dürfen mal gespannt sein, wie das weitergeht. Rein technisch sehen wir den DAX hier nunmehr in einem klaren Abwärtstrend. Auch vor dem Hintergrund dieses Ausbruchs unter diese große Trendlinie dieses Aufwärtstrendkanals. Ich gehe direkt mal drauf. Hier diese grüne Aufwärtstrendlinie seit Oktober letzten Jahres, seit dem Tiefst bei 8.350 Punkten roundabout. Seit diesem Durchbruch, der ja hier nunmehr dann im Mai schon erfolgte, dann jetzt mit dem Rücklauf von Mai letztlich als gescheiterter Versuch dann hier noch manifestiert wird, diese Trendlinie des Aufwärtstrendkanal seit Oktober ist definitiv durch und stattdessen hat sich nunmehr eben hier eine abwärts gerichtete Tendenz entwickelt. Tatsache ist, wir befinden uns beim DAX, und das kann man ganz unverblümt sagen, in einer Abwärtstendenz mit dem neuen Verlaufstief, mit dem neuen Mehrmonatstief, was wir gerade heute ausgebildet haben, zeigt sich hier auf Tagesbasis eine weiter eintrübende Tendenz. Der DAX hat also hier durchaus den Spielraum, weitere Verluste zu manifestieren. Insofern hier auch diese Breitunterstützungszone 11.350, 11.400 ist nunmehr als ganz klarer Widerstand zu definieren. Wir sehen hier kurzfristig auf der Unterseite im Bereich 11.986 Punkte. Es leitet sich hier aus dem Hoch vom Februar ab. Müsste Anfang Februar sein, ganz kurz drauf. Ja, ganz genau. Sehen wir hier eine Möglichkeit für den DAX nach weiterer Schwäche wieder innerhalb dieses Abwärtstrendkanal zumindest korrektiv eine Erholung zu erfahren. Aber unterhalb von 11.350 Punkten bleibt der DAX nunmehr rückschlagsgefährdet und besitzt hier Potenzial, anhand des Wochenpivotpunktes und des Abwärtstrendkanals hier weiter zurückzusetzen, was sich ergo in Preisen Richtung 10.800 Punkte darstellen sollte. Das mal die Tendenz, um dann letztlich hier eine mögliche Erholung zu erfahren, korrektiver Natur innerhalb dieses Abwärtstrendkanals, innerhalb dieser Abwärtstrendkanalstruktur, um möglicherweise dann hier den nächsten Abwärtsswing zu starten. Das wäre mal die theoretische Tendenz für den aktuellen Verlauf. Man muss ganz klar sehen, dass wir heute nicht wirklich viele News haben. Wir gehen mal kurz auf den News-Überblick von heute. Wir sehen hier, da kommt nichts mehr am Nachmittag, außer Kanada. Könnte interessant werden. Achten Sie auf die kanadischen Pairs, auf die kanadischen FX-Pairs. Das dürfte hier unter Umständen für Bewegung sorgen. Aber rein tendenziell hier auf den DAX betrachtet, wenn da hier jetzt keine großartigen Abschläge dann noch kommen, scheint es hier ein müder
Auftakt zu werden, der sich jetzt hier auch, wenn wir den DAX betrachten, gerade minus 0,16% vom Freitagsschlusspreis ausgehend, hier nicht wirklich stark bewegt. Und das kann hier mehr oder weniger dann so ein Tauziehen noch werden. Wir haben hier rein von der Wochentagsstatistik am Montag zwar einen bullischen Tag, wenngleich auch nur marginal bullisch mit 52% positiver Schlusspreise, aber tendenziell sehen Sie, dass der DAX hier durchaus jetzt noch zu kämpfen hat. Und morgen, insbesondere morgen, mit nur 46% positiver Schlusspreise, der Dienstag. Rein statistisch wäre in der letzten 52 Handelswochen ein negativer Tag. Und das ist doch ganz interessant zu sehen, wenn wir den DAX eben hier auf Tagesbasis uns mal anschauen. Klar, der Donnerstag mit 60% sticht klar hervor. Dann kommt aber auch wieder schon der Freitag, der ganz klar mit 39% schwacher Preise daherkommt. Aber rein technisch, wie gesagt, könnte sich gerade am morgigen Tag die Abwärtstendenz weiter fortsetzen. Schauen wir nochmal kurz auf die Saisonalität für den DAX mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Da sehen wir hier die Entwicklung, die ganz klar auch während des Junis eine fallende Tendenz präferieren lässt. Auch wieder äquivalent umgekehrt zum Euro-US-Dollar, der hier wiederum seit oder ab dem 9., 12. Juni eine Aufwärtstendenz aufweist, hat der DAX hier genau das konträre Bild. Und genau dies zeigt sich jetzt hier auch in der Saisonalität und dies dürfte auch rein tendenziell für eine weitere Abschwächung sprechen. Also 10.800 Punkte als nächstes Ziel und das muss es auch noch nicht gewesen sein. Es kann hier auch durchaus weiter bis 10.6 runtergehen. Das alles bleibt praktisch hier zu präferieren, solange der DAX nicht signifikant über 11.400 Punkte hinauszieht. Wenn dies geschieht, dann wird die obere Trendkanallinie wieder interessant und dann kann es auch einen Test in Richtung 11.875 Punkte geben. Doch das wäre nur Plan B. Gut. DAX auch hier unten. Wir schauen uns mal kurz den RSI-Oszillator an. Jetzt will er nicht, wie es manchmal so ist. Aber hier mit einem Wert von 37 auch durchaus noch ein Stück weit Abwärtsspielraum. Also, das sieht nicht so erweckend aus. Schauen wir uns noch kurz den Stundenchart an. DAX heute hier. Mit Ausbruch unter 11.170 Punkten, entgegen der FTSE-Logik auf Intraday-Basis, hier grundsätzlich jetzt eigentlich mit einem Verkaufssignal aktiv. Hier sehen Sie auch diese große Abwärtstrendlinie, die hier aus dem Tageschart kam. Die müssen wir wegnehmen, beziehungsweise können diese dann auch noch anpassen im Sinne dieses Abwärtstrendkanals. Aber kurzfristig sehen wir von den Tiefs kommenden Erholungsimpuls, der sich auf Intraday-Basis bezogen im Bereich 11.200/11.230 Punkten. Das war eine ehemalige Unterstützung. Wenn wir uns rausscrollen hier, die Niveaus vom Mai, sehen ja den 7. und 14. Mai, diese Tiefpunkte, da wurde der DAX jedes Mal hochgekauft. Hier gab es dann auch in der letzten Woche hier ein Tauziehen in diesem Bereich und mit der heutigen Schwäche könnte sich dieses Niveau nunmehr als schönes Pullback-Level darstellen. Was bedeutet, wenn der DAX hier hinsteigt, achten Sie auf einen Shooting-Star, auf einen Bearish Engulfing, auf möglicherweise negative Oszillatoren, also mit negativen Divergenzen vielmehr. Und das könnte sich dann hier durchaus lohnend auswirken. Der Pivotpunkt hier auf Wochenbasis, 11.288 Punkte, kommt hier auch mit den Hochs, mit den Indikationen auch vom 5.6., 4.6. einher. Da sollten wir nicht drüber laufen Intraday. Wenn das passiert, also wenn wir deutlich wieder über 11.230 gehen, dann sieht es so aus, als hätte der DAX hier dann durchaus noch Erholungspotenzial, hier das Level von 11.350, 11.400 anzusteuern. Unterhalb von 11.230 bleiben aber die Bullen, besser gesagt die Bären im Vorteil und dann locken die Support-Levels hier anhand der Pivotpunkte, Schrägstrich, wie hier auch im Tageschart rechts oben gezeigt, die weiteren Abgaben in Richtung 10.800 Punkte. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen zum DAX, zum Auftakt, ähnlich wie beim Euro-US-Dollar heute. Wir werden sehen, ob wir heute am Nachmittag, am frühen Nachmittag nochmal eine Schaltung starten oder dann heute Abend zu den US-Indizes. Lassen Sie sich überraschen, bleiben Sie auf dem Stream bzw. aktivieren Sie die E-Mail-Benachrichtigung. Da geht Ihnen dann auch kein Post verloren. Und ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, hören wir uns alsbald wieder. In dem Zusammenhang, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.